Heute bist du Professor an der Uni in Münster und verdienst, inshallah, ganz gutes Geld. Genau, damals kamt ihr 93 nach Deutschland und musstet mit der ganzen Familie von 81 D-Mark pro Monat leben. Was für eine Erinnerung hast du da an diese Zeit? Ja, es ist ganz schrecklich, nicht? Also, weil es kann kaum genügen für eine vierköpfige Familie. Und weil ich auch die Schule besucht habe und man für die deutschen Schulen ja 100 Sachen braucht. Karierte Hefte, weiße Hefte, diese Stifte, Taschenrechner. Ich konnte mir kaum etwas leisten. Deswegen liefst du auch mit einem rosanen Schulranzen rum. Ja, genau, weil ich Geschenk bekommen habe von einer Ärztin aus unserem Asylflüchtlingslager. Aber meine ganze Einstellung hat sich das, glaube ich, wirklich auch während dieser Flucht und dieser Erfahrungen zum Materiellen unglaublich gewandelt. Ich habe irgendwie erfahren, das kann nicht wert sein, dass man nach so etwas trachtet. Alles, was man in dieser Weise auch verlieren kann. Wir hatten auch eine gewisse Stellung auch in Kabul. Aber all das verliert man. Aber was bleibt, Shai? Was bleibt, was ist das, was es wert ist, dass man danach trachtet? Das ist nicht etwas, was einem wegnehmen kann. Zwischenmenschlichkeit. Zwischenmenschlichkeit, Liebe, Bildung, Wissen kann man einem, also wenn du eine Sprache. Und daher ist meine, also was ich jetzt verdiene, ich weiß es nicht einmal genau. Und ich muss immer, wenn ich Geld ausgebe, zweimal überlegen, ob ich überhaupt noch Geld habe auf mein Konto, weil ich nie weiß, können minus 1000, aber auch plus 1000 sein, weil es mir eigentlich kaum was bedeutet. Es ist natürlich unglaublich schlecht für jemanden, der Verantwortung hat. Das ist vielleicht meine größte Schwäche. Aber weil ich weiß, ja und, dann habe ich kein Geld. Was passiert dann schon? Dann kann ich nicht ein tolles Hemd anziehen. Ja, magst du mich dann weniger? Also, was ist das? Und ich glaube da, und das ist nicht einfach blöder Idealismus, dass ich einfach, Geld bedeutet gar nicht. Natürlich bedeutet etwas Lebensstandard. Aber wenn man diese Erfahrungen gemacht hat und weiterhin dann nach dem Alten trachtet, dann war diese ganze Erfahrung umsonst. Also irgendetwas, und da spricht ein zutiefst gläubiger Mensch zu dir, irgendetwas Positives hat diese unglaublich zerreißende Erfahrung, die Flüchtlinge machen. Für jeden Einzelnen ist das eine große Lehre. Also die wir gläubige Menschen mit Dankbarkeit annehmen. Sagen, danke Gott, dass du mir das antust. Denn dadurch zeigst du mir etwas, was ich nie gesehen hätte, wenn ich in Frieden und Wohlstand weiterhin in Kabul gelebt hätte. Ich wäre nicht der Heutige, ich wäre bestimmt Arzt. Hätte gut Geld verdient, wäre vollkommen stumpfsinnig für all diese Bewegtheiten und diese Menschlichkeiten, die mich heute zutiefst berühren. Es gab eine Zeit in der Schule, da hast du gesehen, dass du in einer Sackgasse steckst. Und du schreibst in deinem Buch, dass du an dieser Stelle bist zu einem Lehrer gegangen und hast gemerkt, wie mächtig das Instrument Philosophie ist. Weil du dadurch, dass du ein Buch, was du geschenkt bekommen hattest, auswendig gelernt hast, damit konntest du so, aus diesem Schatz konntest du sozusagen schöpfen und das wiedergeben, und dem Lehrer hat auf einmal Respekt gezollt und dich dann auf die Schule gehen lassen, auf die du wolltest. Wie wichtig ist die deutsche Sprache für die Geflüchteten, die hierher kommen? Und hier auch bleiben möchten. Ja, das ist enorm. Also das ist kaum in Worte zu fassen, wie wichtig das ist. Nicht nur deswegen, weil es das Ganze nicht anders funktionieren würde, das ist ja klar, aber weil für das eigene Gefühl, ohne Sprache ist man nicht ganz Mensch. Ich konnte bis zur 12. Klasse in der Schule auch nicht das sagen, was ich gedacht habe. Also wenn wir über Faust gesprochen haben oder, keine Ahnung, Emilia Galotti, in der 11. Klasse, ich hatte so viele Ideen, aber ich wusste, wenn ich mich jetzt melde und im gebrochenen Deutsch rede, das ist einfach für alle störend. Und da habe ich immer nur dann etwas gesagt, wenn ich vorher schon den Satz grammatikalisch im Kopf durch hatte. Mhm. Das ist wenig da. Und man konnte man mich auch gar nicht einschätzen, erleben. Und wenn die Sprache ganz da ist, dann können wir in der Sprache, der Mensch lebt irgendwie in der Sprache. Und insofern ist es auch ein Stück schon große Verantwortung für uns hier, die Sprache ein wenig beherrschen, denjenigen auch in die Hand nehmen und etwas von dem beibringen. Sei es einfach ein Wort mitgeben einem Flüchtling auf der Straße. Das ist ein großes Geschenk. Also Worte schenken, kein Geld. Wie haben deine Eltern den bildungshungrigen Milat gebändigt?
Ja, es ist unglaublich. Also ich wollte auch, nach kürzester Zeit wollte ich auch einen Nebenjob haben und auch meine Familie ein Stück weit auch so, so unterstützen bei, in unserer Situation. Aber meine Eltern haben es mir strikt verboten. Ich durfte keinen Nebenjob haben. Ich durfte nicht arbeiten. Mein Vater sagte mir, ich kann mich an den Worten sehr gut erinnern, du sollst gute Noten nach Hause bringen, kein Geld. Das ist nicht das, wofür wir dich... Also darauf sind wir stolz. Mach das. Und die haben mich wirklich sehr unterstützt in meinem Weg, auf meinem Weg. Denn der Weg ist sehr lang. Also 8. Klasse Hauptschule ohne Deutsch und Englisch. Und dann so 9. Klasse, dann habe ich irgendwie Hauptschulabschluss. Dann muss ich so Berufsfachschule und Realschule und was auch immer, da noch mitzuhalten, einem weiterzutragen. Und jede Note ist wichtig. Jede Klausur ist unglaublich wichtig, denn eine schlechte Note, ich darf, mein ganzes System wird durcheinander. Das heißt, es ist wirklich ein enormer Kampf. Und auf meinem Weg habe ich viele Freunde, die irgendwann auf der Strecke nicht mehr weitergekommen sind, weil vielleicht die Familienstrukturen nicht so weit waren oder eigenes Interesse war anders. Und ich finde es sehr schade. Manche waren sogar viel intelligenter, als ich jemals sein könnte. Aber wo sind sie? Also man hätte da wirklich Potenziale aus den Händen gegeben. Denn auch unsere Gesellschaft könnte so viel reicher sein. Und ich freue mich. Also erst einmal, die deutsche Gesellschaft ist durch die Flüchtlinge ist verjüngt. Wir sind jetzt viel jünger als vorher. Wir sind so bunt. Also auch jemand, der nur einen Hauptschulabschluss hat, kann 2 Sprachen dann, kann auch 2 Kulturen nachempfinden, 2 Geschmacksrichtungen miterleben. Wahnsinn, der könnte als Teejunge im Europäischen Parlament arbeiten und könnte 2 Sprachen. Also da freue ich mich darauf und da diese Potenziale wirklich auch zu erleben, wie unsere Gesellschaft sich enorm verändern wird. Jetzt haben wir viel über deine Flucht gesprochen, über das Gefühl, wie ging es dir da? Mich würde interessieren, was schöpfst du früher, aber auch heute aus dem Koran? Okay, das ist jetzt das schöne Thema. Der Koran, auf dem Weg auf dem Weg der Hoffnungslosigkeit, auf einem ungewissen Weg seiend, schon als Kind, war der Koran eigentlich die Quelle, die immer bei mir war, die mich nie alleine gelassen hat. Und was ist schon Koran? Also die Gegenwart Gottes, die mit dem Koran dann aktualisiert wird. Die habe ich sehr früh schon empfinden können, dass es eine unsichtbare große Hand gibt, die mich trägt. Und egal, was passiert, die trägt mich. Und dieses Vertrauen zu haben, dass man wirklich dann irgendwo an einer Grenze in Moskau steht mit gefälschten Pässen und du weißt, wirst du erwischt, kommst du in irgendeinem Gefängnis in Kasachstan oder wirst verschoben, das ist unglaublich. Und an dieser Stelle, das Einzige, was ich getan habe, im Inneren eine Sure des Korans vorgetragen. Und diese Kraft dann und diesen Blick, den ich gehabt haben muss, komme was wolle, hieß der Löwe, steht hier. Das ist das, was einem der Glaube geben kann. Und diesen Halt gibt mir der Koran bis heute als eine Art leise Religiosität. Der Islam scheint mir, also meine Religion, eine ganz leise Religion zu sein. Also keine triumphierende, laute, schreiende, missionierende, also so belästigende, sondern eher eine in sich gekehrte, eine friedenstiftende. Man muss sich vorstellen, wenn man ein Bild haben will, ein tanzender Mensch. Du siehst einem beim Tanzen zu und dieses Tanzen ist etwas ganz Tolles. Also du merkst, es gibt Rhythmus, es gibt Melodie, es gibt eine gewisse Komposition. Es gibt auch eine Verbindung, kosmische Verbindung. Und dennoch ist der Mensch hier und nicht hier. Also ein Muslim zu sein bedeutet für mich, in der Welt nicht in der Welt zu sein. Und so etwas schenkt mir der Koran. Das ist aber auch, also das ist deine Auslegung des Korans. Es gibt ja auch diverse andere Auslegungen, leider auch sehr, sehr eben nicht sehend sozusagen, sondern eher laut und auch viele Hasspredigen, die sich sozusagen daraus ableiten für manche Menschen. Das finde ich so erstaunlich an deinem Buch. Du schreibst so tolle Dinge und bringst das sozusagen mit dem Koran zusammen. Und das war ja auch ein bisschen das Ziel unseres Films, 3 Minuten oder 3 Men, dass wir eben auch die Liebe des Korans sozusagen
abbilden möchten. Und du siehst den Koran auch als Buch der Liebe. Sie gibt dir viel Kraft. Was kannst du den Geflüchteten, die ja zu einem großen Teil auch dem Islam, dem Islam angehören, was kannst du denen sozusagen raten oder mitgeben? Auf der religiösen Ebene? Genau. Ich glaube, ich würde sie weiterhin ermutigen, nicht von der Religion abzukommen, im Sinne von die ganzen schlimmen Erfahrungen, die sie machen, und die meisten Täter nennen sich auch Muslime. Also da kann man auch etwas durcheinander kommen. Das bin ich ja auch in meiner Jugend, weil diejenigen, die uns vertrieben waren, nannten sich Mujahideen, also diejenigen, die auf dem Wege Gottes kämpfen. Irgendwas Schräges hat es ja. Also ich bin ein gläubiger Muslim. Wieso verfolgen die mich? Wieso ist mein Leben wird unmöglich gemacht von denjenigen, die im Namen des Islam kämpfen? Insofern ist das schon eine gewisse Störung in uns schon drin. Aber umso mehr ist es wichtig, glaube ich, auf eine eigene religiöse Erziehung zu vertrauen. Denn was eine Gesellschaft zusammenhält, das sind nicht nur Gesetze, das ist nicht nur die Verfassung, sondern das sind Werte, das sind gemeinsame Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dafür sind Religionen im Plural, haben eine unglaublich wichtige Rolle für nachhaltige Entwicklung, für die haben nämlich viel Erfahrung in dem, also was Geduld bedeutet, was Vertrauen heißt eigentlich, was Liebe bedeuten kann. Und da kann man sehr viel aus den Religionen lernen. Und insofern ist das eine unglaublich wichtige Quelle, die auch die Gesellschaft bereichert, auf der ethischen Ebene zum Beispiel. Gibt es irgendwas, 20, 30 Sekunden lang, was du ganz vielen Menschen, also meiner Crowd sozusagen, sagen möchtest? Ja, also sehr, sehr viel. Aber vielleicht an dieser Stelle wäre es schön, die eigene Flucht zu entwickeln, zu entdecken. Ich glaube schon, dass wir alle Menschen in irgendeiner Weise flüchten. Flucht von der Arbeit, Flucht von der eigenen Freundin, Flucht von den eigenen Ängsten, Aufgaben, Zielen, Träumen. Wenn man den eigenen Flüchtling in sich selbst findet und den pflegt, nach den Geborgenheit schenkt, auf den auch vertraut, dann kann man, glaube ich, eine ganz andere Haltung zu der ganzen Situation gewinnen. Also als Sprachbild, wenn ich Filmemacher wäre, würde ich so etwas wie den eigenen Flüchtling dann herausbilden, und das ist gerade der andere, der mich anblickt und meine Hilfe braucht. Das sind oft nicht andere, das sind wir selbst. Alle sind wir selbst. Man muss nur einfach einsehen, dass in jedem Mann, Frau, behindert, krank, verrückt, klug, dass wir in allem uns selbst erblicken. Dann ist auch, glaube ich, dieses ganze Engagement nicht etwas, wofür wir Dankbarkeit bräuchten oder mit Preisen beschüttet werden, sondern das ist Pflicht. Milad, ich danke dir von Herzen, dass du heute hergekommen bist und mit uns gesprochen hast. Vielen Dank. Vielen Dank.